Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Sarah Farisch-Rims. Heute ist der zweite Tag der Aqua Expo, der Samstag. Ich möchte euch heute mitnehmen und ein paar Interviews führen, zu ein paar Ausstellern gehen. Ja, und ich hoffe, ihr bleibt dran. Viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe mir jetzt den Tobi geschnappt. Hi. Aqua Owner, hi. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne. Für ein Interview. Du bist hier im Moment als Besucher unterwegs oder hast du auch irgendwas hier gescaped? Oder? Nee, gescaped habe ich nichts. Ich bin einerseits als Besucher da, andererseits so ein bisschen als Aussteller, weil ich jetzt zum ersten Mal so mein eigenes Regal einrichten durfte. Ach, cool. Also ich war ja letztes Jahr schon auf dem Zoobox-Stand mit meinen Produkten, diesmal auf dem Aquado-Stand. Beim letzten Mal war es so, dass Thomas das sozusagen im Laden schon fertig gemacht hat und dann fertig dahingestellt hat. Und diesmal war es so, ich hatte dann mein Regal und stand dann davor und durfte es zum ersten Mal selber einrichten. Ah, cool. Was erstaunlich lange gedauert hat für so ein 1-Meter-Regal. Aber man will ja, dass es perfekt ist. Ja, ja, das soll ja, ja gut präsentiert das sein. War unerwartet schwierig. Und nee, heute ist dann noch die Bewertung vom ENAC. Da bin ich Jurymitglied. Mhm. Das wird auch noch spannend, weil das wieder ziemlich coole Aquarien geworden sind, die da stehen. Ja. Freue ich mich schon drauf. Ich habe schon ein, zwei gesehen, von Volker zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch echt. Ja, Volker war ja auch der Erste, der da war. Der war ja auch schon am Mittwoch oder so, wann das Aquarium da schon stand. Der war sehr früh. Ja. Ja, ich bin ja dieses Jahr auch das erste meiner Jury. Garnelen-Contest finde ich auch mega spannend, mal in so einer Jury zu sein. Da hätte ich ehrlich gesagt mal Fragen zu, was da so Bewertungskriterien überhaupt sind. Da sind Bewertungskriterien zum Beispiel die Farbintensität, die Farbdeckung, also dann noch das männliche Tier, das ja, was ja für die Genetik super wichtig ist. Dann wird noch so insgesamt die Gruppe bewertet, also die Größe, ob die alle zusammenpassen, die Tiere. Okay. Ne, weil je älter ein Tier ist, umso ausgeprägter sind ja zum Beispiel die Farben. Ne? Und wenn man dann jetzt viele Junge dabei hat oder halt einfach unterschiedliche Größen, dann gibt es da halt auch Punktabzüge. Also sozusagen Homogenität der Gruppe. Ja, schon. Okay. Genau. Ich hatte mich gestern noch mit Besuchern unterhalten, die nämlich auch gefragt haben, so, wie wird überhaupt so eine Garnele bewertet eigentlich? Ja, das also Videothema eventuell? Ja, das, ich habe gestern. Wäre spannend, also ehrlich. Gestern habe ich hier auch gefilmt. Leider war Schatzi nicht dabei. Ich hatte nur mein Handy am Start mit so einem ganz doofen Mikrofon. Was habe ich schon geguckt? Bisschen auch geknistert hat, aber ist halt jetzt so. Da habe ich den Contest sozusagen hinter den Kulissen ein bisschen mit gefilmt. Und da gehe ich auch auf die Bewertungskriterien auch noch ein. Und ist auf jeden Fall ein mega spannendes Thema. Auch die einzelnen Tiere dann. Und das war auch so eine easy Sache eigentlich mit dem QR-Code-Scan. Dann warst du schon in der Gruppe und hattest dann deine Kategorien und konntest dich dann so durcharbeiten. Okay, ging eigentlich also ziemlich smart so über die Bühne das Ganze. Ne? Das ist mega spannend auch, sich da mit anderen Züchtern zu unterhalten. Ich züchte ja auch Garnelen. Ja. Und ist einfach cool, mal so einen anderen Blickwinkel drauf zu haben. Ne? Und sowas so, nicht Konkurrenz, aber was die Mitstreiter so machen, wo die so stehen mit der Zucht, ist einfach mega interessant einfach. Ne? Glaube ich. Wahnsinnig schöne Tiere sind da auch dabei. Ja, da haben wir uns ja gestern auch schon mal kurz gesehen. Du hast ja meine Ausstellung da oben auch gesehen. Ja, auch richtig, richtig geil. Also vor allem hat sie dann gesagt, dass das ja Schülerprojekte sind, die Wabikusa da, weil die einfach auf einem super hohen Niveau sind, fand ich. Also das hat mich auch selber echt überrascht. Und die Gläser passen natürlich auch gut. Das sind auch schöne Gläser, schöne Größe, da kann man ein bisschen was drin machen. Also die fand ich wirklich, wirklich, wirklich richtig gut. Ja, wir haben das ja, also wir waren sozusagen die Trainer. Wir konnten so ein paar Tipps geben, vielleicht die Pflanze nicht dahin oder so. Ne? Und, aber selber da Hand anlegen durfte man nicht. Nur beim Sekundenkleber haben wir geholfen, damit die Kinder sich nicht irgendwo festkleben. Aber ja. So aus Versehen ins Auge packen dann mit dem Finger. Ja, oder weiß ich nicht, dann kleben sie am Stock fest oder so. Ne? Sag ich jetzt mal an der Wurzel. Und ich bin da so, dadurch auch durch meinen Beruf, ich möchte halt gerne auch die Kinder begeistern davon, von dem Hobby und die so mit in die Aquaristik reinholen. Ich habe letztes Jahr auch schon ein Projekt gemacht mit 10 Nano-Cubes, die eingerichtet haben, also Thema Aquascaping. Dieses Jahr war es dann Wabikusa und ja, da werden auf jeden Fall noch mehr Projekte folgen. Ich denke mir gerade in diesem Wabikusa-Bereich immer, dass das eigentlich viel populärer sein sollte, weil das so einfach ist und so leicht integrierbar in sämtliche Umstände. Weil gerade, wie du jetzt sagst, für dich ist es ja wahrscheinlich auch leichter, einfach mal so 2, 3 Wabikusa im Klassenzimmer irgendwo stehen zu haben, statt einem Aquarium, was dann noch gepflegt werden muss. Also, ja, ist richtig. Das war auch auf der Interzoo ganz häufig, dass ich da ganz viele Gespräche hatte mit den Ausstellern dort, die alle gesagt haben, ey, das ist eigentlich so cool, weil das ist momentan so eigentlich die einzige Möglichkeit, wie wir als aquaristische Community eine neue Zielgruppe erschließen können, die vielleicht im ersten Moment Aquarien langweilig oder nervig oder was auch immer findet, aber die Pflanzen schön finden. Und dass man da auf einmal dann so diesen Übergang schaffen kann. Also ich finde das super. Ich war schon immer ein großer Fan von. Und ich finde es tatsächlich schade, dass ich habe immer noch das Gefühl, dass es immer noch so sehr nischig ist und sehr
nicht ernst genommen ist, vielleicht ein bisschen hart gesagt. Aber ja, ja. Das nee, ich verstehe, was du meinst. Müsste mehr Publikum ja. haben, sagen wir mal so, weiterverbreiten. Du musst ja auch mal ein Video machen zu Barbie Cusa. Ja, ich habe schon so viele davon gemacht, aber ja. Ja, das stimmt, Schatzi nickt. Ja, aber ich habe auch mal ein Video dazu gemacht, da waren die Klicks auch jetzt nicht so. Deswegen nee, das ist es auch. Sehr, sehr ja, ja. nischig. Ne? Es ist als Thema immer noch nicht so populär einfach, ja, das stimmt. Tatsächlich. Und das finde ich schade, weil es ist so leicht und so schön. Ja, die Kids haben Spaß, die fragen mich regelmäßig in den Pausen, wann ist es soweit, wann kriegen wir die Barbie Cusa, wann war der Contest? Weil wir haben das ja im Juli gemacht und jetzt okay, die... Ja. Ne, so lange konnten ja jetzt die Pflanzen auch wachsen und die sind Feuer und Flamme und wollen jetzt unbedingt wissen, wer da gewinnt und wer räumt die Preise ab. Und, ich mein, und dann kommen die auch wieder zurück in die Klasse? Die dürfen die mit nach Hause nehmen. Oder so, die ja, okay. Barbie-Cusa, auch die Cubes damals durften die Kinder auch mit nach Hause nehmen. Aber wir werden in Zukunft auch, ich habe jetzt eine Aquaristik-AG, da werden wir auch mal uns mit Barbie-Cusa auch beschäftigen ja. und dann stellen wir die auch auf. Ich werde so einen Raum sehr wahrscheinlich auch bekommen, extra einen Raum dafür und ja, die... Wir haben 6 große Aquarien, 120 Liter Becken, hat die Schule schon bestellt. Die werden da auch peu à peu in unserem Eingangsbereich aufgebaut. Also gut, dass das dann auch unterstützt wird von der Schule. Ja, total. Also ich habe da durch meine Projekte habe ich die Schulleitung halt auch mit ins Boot geholt. Ja. Die steht da voll hinter mir und supportet das alles. Deswegen sind da schon so viele Becken im Anschlag, sage ich jetzt mal, zum Aufbauen. Ne? Also das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Freue ich mich jetzt schon drauf. Und dann kann man dazwischen auch immer mal so ein Barbie Cusa stellen. Ja, klar. Ne? Bietet sich an. Aber um noch mal auf deinen Stand zurückzukommen, vielleicht können wir uns den auch gleich noch mal angucken, was du denn da so für Produkte zu bieten hast. Das wird, glaube ich, sehr voll sein, aber wir können es versuchen. Das könnte sein. Ja, aber das sollte jetzt nicht in Vergessenheit geraten, deswegen, ne? Ja, das ist gut, können wir gleich rübergehen. Ja, sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das auch gleich direkt mal, ne? Ja, jetzt sind wir am Stand von dir. Ja. Ja, du hast mein Mini-Regal. Einiges an Produkten schon aufgefahren, hör mal. Es ist auch echt interessant, weil, also, ich meine, ich weiß natürlich, was ich irgendwie bei mir im Onlineshop habe, aber ich sehe das ja in der Masse nie, weil es halt im Lager liegt. Ja, ja. Und das jetzt hier einmal aufgebaut zu haben, in dem Moment, wo wir es aufgebaut haben, dachte ich auch so, boah, es ist schon viel geworden. Schon einiges in den letzten an Produkten, ein, zwei Jahren, ja. Ja, vom Aquascaping über hier Futterzusätze und ja. so, also, und ja, Equipment für Filter, es ist schon einiges da. Jetzt vor allem auch, es wird auch immer größer jetzt mit den Toolstands und so die ersten großen Kartons, die dann noch da drin stehen irgendwie. Es nimmt immer mehr Platz ein auch alles. Hast du was Bestimmtes, was du meinen Zuschauern gerne mal vorstellen möchtest? Also was ich halt wirklich schön finde, was jetzt halt ja, mehr oder weniger neu gekommen ist, ist halt die Liquid-Food-Geschichte. Mhm. Weil es halt im Endeffekt Frostfutter, aber man muss es nicht auftauen. Sondern ja, je nachdem, was für ein Aquarium das ist, kannst du es halt einfach wirklich aufschrauben, reinkippen, fertig. Es ist halt konserviert mit Salz und Zitronensäure. Okay. Das heißt, im Meerwasser ist völlig egal, kannst du einfach reingeben. Im Süßwasser würde ich halt immer sagen, so bei einem Aquarium, so ab 100 Liter aufwärts, kannst du es auch einfach reintun, weil die Salzkonzentration ist so niedrig, das wird keinen Unterschied machen. Für kleinere macht es halt Sinn, es mal durchzuspülen durch so ein Artemia-Sieb oder so. Ja, ja. Aber selbst da, ich muss es nicht vorher auftauen, ich muss es nicht erst aus dem Gefrierschrank holen, irgendwie rausdrücken oder so. Das fand ich wirklich schön und mir hat halt gut gefallen, dass ich da einen Hersteller gefunden habe, der mir das eben in Glasflaschen macht. Ja. Das war mir halt wichtig, dass es halt nachhaltig ist, dass man es wiederverwenden kann. Weil du hast gerade bei Futter immer diese ganzen Dosen, Plastikflaschen, alles mögliche. Es ist halt eh schon so viel Müll überall. Das stimmt. Da hat mir das einfach gut gefallen. Das fand ich sehr sympathisch dadurch irgendwie. Ja, ist eine gute Idee. Was halt immer, also es ist ja auch wirklich mein absoluter Bestseller tatsächlich, sind halt die Silikonschläuche. Es ist halt so banal eigentlich, aber es ist halt auch so gut. Aber sieht schick aus, ne? Ja, erstmal das und es ist halt im Handling so viel leichter. Also ich kann halt einfach mit der Schere diesen Schlauch durchschneiden. Kann ich beim PVC-Schlauch nicht. Nee, stimmt. Ich kann den halt einfach, ich kann den einfach irgendwo draufstecken und wieder abziehen. Kann ich beim PVC-Schlauch nicht. Ja. Da muss ich erst mit dem Föhn irgendwie hantieren oder mit dem heißen Wasser das, oder das so. Das kennen wir auch. Das ist so entspannt einfach. Und ich war selber einfach total erstaunt davon, dass das niemand vorher gemacht hat. Ich habe das nicht verstanden. Aber ja, umso besser. Ich wollte gerade sagen, jetzt hattest du die Idee. Und genau. Umso besser für mich dann in dem Fall. nee, also ich bin echt glücklich, wie das auch gelaufen ist, wie auch die Marke angenommen wurde. Weil schön. Es ist ja schon auch mein Ziel, dass das halt in den Einzelhandel stärker reingeht. Und es ist ja mittlerweile auch schon in einzelnen Shops halt verfügbar. Aber soll natürlich noch so ein bisschen breit gestreuter verfügbar werden. Ja, cool. Das wäre so mein Ziel. Ja, ich wünsche dir dabei auch ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Ne? Ja, und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Fürs Interview. Ja, gerne. Kein Thema. Jetzt wird es ja immer voller hier. Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss mich schon immer hier so... an dich dran quetschen. Ja, vielen Dank. Gerne. Gut, super.
super, Schatz.